Ja, herzlich willkommen zu diesem zweiten Teil der Kirchenführung durch St. Peter und Paul in Wetterander Ruhr. Im ersten Teil haben wir das Gebäude als Haus Gottes, als Burg Gottes gesehen. Heute geht es hier um die Einrichtungen des Altarraums, die Bedeutung und Funktion der einzelnen Einrichtungen im Gottesdienst wie in der Heiligen Messe. Der Altarraum ist von der Apsis in einem Halbkreis eingefasst und zum Versammlungsraum hin völlig offen. Diese Kirche ist auch geostet, das heißt mit dem Altar nach Osten hin ausgerichtet. Im Osten ging die Ostersonne auf, von Europa aus gesehen. Hier im sogenannten christlichen Abendland gibt es die Tradition, bei der Anbetung Gottes sich hinzuwenden in Richtung Jerusalem, dem Ort der Kreuzigung Jesu und seiner Auferstehung. Im mittleren Fensterbild kommt uns der Auferstandene segnend entgegen. Petrus und Paulus in dem bunten Glasfenster neben Jesus Christus, sie sind die Pfarrpatrone der Kirchengemeinde. Zur Betrachtung dieser Fensterbilder gibt es ein eigenes Video. Altar, Ambo und Tabernakel stehen in enger Beziehung zueinander und basieren auf Gott. Auf diesen gemeinsamen Ursprung weisen die fundamentalen Kreise hin, aus denen der Altar, das Ambo und der Sockel des Tabernakels hervorgehen, und zwar im gleichen Sandstein. Der Altar, das ist das Herzstück der Kirche, der zentrale Ort liturgischen Lebens, das Wichtigste und das Wesentlichste im Haus Gottes. Seit Abrahams Zeiten ist ein Altar der Inbegriff für die Gegenwart Gottes, auf dem geopfert wurde. Mit dem Mensch gewordenen Sohn Gottes, mit seinem Kreuzestod und seiner Auferstehung, ist der Altar zum Symbol für Jesus Christus geworden. Er, Jesus, hat sich dem Vater dargebracht zu unserem Heil. Er selbst ist der Priester, der Altar und das Opferlamm. So formuliert eine Präfation für die Osterzeit das Geschehen in der Eucharistie. Beim Abendmahl nahm Jesus Brot und sprach, das ist mein Leib. Ebenso nahm er den Kelch und sagte, das ist der Kelch des neuen und ewigen Bundes, mein Blut. Und er fügte hinzu, tut dies zu meinem Gedächtnis. In jeder katholischen Heiligen Messe wird das Gedächtnis, das Sakrament des Altares, auf dem Tisch des Herrn, durch den Priester vollzogen als bevollmächtigter Stellvertreter Jesu Christi. Darum wird zur Begrüßung und zum Abschied einer Eucharistiefeier der Altar vom Zelebranten geküsst und man macht eine Verneigung vor dem Altar. Der Altar selbst ist freistehend und offen für alle. Die Symbolik an diesem Altar an allen vier Seiten macht die Quelle der Gnade deutlich, die Quelle aus dem Herzen Jesu. Es ist das lebendige Wasser, das uns Jesus versprochen hat. Wasser und Blut flossen aus der Gnadenquelle, aus der Seite Jesu am Kreuz. Auf der Vorderseite sind die vier Evangelisten in ihren symbolischen
Köpfen dargestellt und an den anderen Seiten die Namen der Apostel. Schaut man auf der Stirnseite genauer hin, dann entdeckt man ein Schlüsselloch. Dahinter verbirgt sich eine Schatzkammer mit einer Reliquie der heiligen Restituta, einer Märtyrerin aus der Zeit der Christenverfolgung im alten Rom. Altäre werden nach katholischer Tradition über den Gräbern der Heiligen errichtet. Die eucharistische Feier des Gedächtnisses und der Danksagung an Jesu Tod und Auferstehung, dieser Feier geht das Wort Gottes voraus, der sogenannte Wortgottesdienst mit Schriftlesung und Predigt. Der Ambo ist der sogenannte Tisch des Wortes, der Ort für die Ausbreitung der Heiligen Schrift. Das Zitat von Jesus am Ambo verweist auf diese besondere Bedeutung hin. Himmel und Erde werden vergehen, aber meine Worte werden nicht vergehen. Der Ambo ist also nicht nur ein praktisches Lesepult, sondern der Altar für die Verkündigung des Evangeliums. Der Tabernakel. Das ist das Zelt Gottes auf Erden. Seit Moses wurden im heiligen Zelt die 10 Gebote Gottes aufbewahrt und später in der Bundeslade die Tora, die ersten 5 Bücher des Alten Testamentes. Im Mittelalter, als die eucharistische Frömmigkeit sich zur ewigen Anbetung des Allerheiligsten entwickelt hatte, schuf man Tabernakel zur Aufbewahrung des Altarsakramentes in Erinnerung an das heilige Zelt der Bundeslade. Dieser Tabernakel hier möchte den Zeltcharakter noch zum Ausdruck bringen. Zur Begrüßung und zum Abschied, wenn man in die Kirche vor den Altarraum kommt, macht man vor dem Tabernakel gerne eine Kniebeuge. Die brennende rote Ampel, das ist das ewige Licht. Es zeigt die Gegenwart Jesu Christi im Altarsakrament an. Am Anfang eines Gottesdienstes, beim Betreten des Altarraums durch den Zelebranten, wird das Eingangsglöckchen geläutet, um der gottesdienstlichen Versammlung den Beginn der heiligen Handlung anzuzeigen. Der Priester geht los mit dem Stoßgebet: Unsere Hilfe ist im Namen des Herrn. Und seine Begleiter, wie zum Beispiel die Messdiener, antworten: Der Himmel und Erde erschaffen hat. Die Kredenz ist eine praktische Anrichtung für alle Dinge, die für den rituellen Ablauf gebraucht werden, wie zum Beispiel Kelch, Wein, Wasser, die Flambos zur Begleitung des Evangeliums und vieles andere mehr. Die Sedilien sind mehr als nur Sitzgelegenheiten. Vom Priestersitz geht die liturgische Leitung des Gottesdienstes aus. Mit der Eröffnung durch den Priester, dem Kreuzzeichen im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes, und mit dem Gruß und Wunsch der Kirche, der Herr sei mit euch, kommt das sakramentale Weiheamt des Priesters zum Ausdruck. Auch kann der Abschluss einer heiligen Messe vom Priestersitz aus erfolgen.
Das auf einen Stab aufgebrachte Bronzekreuz dient als Vortragekreuz zum feierlichen Einzug und bei Prozessionen. Dieses Kreuz zeigt den auferstandenen Christus als König des Lebens, der seine Arme ausgebreitet hat. Diese symbolische Darstellung erinnert an die Aussage Jesu: Wenn ich über der Erde erhöht bin, werde ich alle zu mir ziehen. Ja, liebe Betrachter dieses Gotteshauses, herzlichen Dank für Ihr Interesse, für Ihre Aufmerksamkeit für diesen zweiten Teil der Kirchenführung von St. Peter und Paul in Wetter. Dank auch wieder an Dea Torwesten für die Verfilmung. Ihr Diakon Fritz Bucher.